So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Omicron der Nomad Soul. Ich bin es, Adam Simmerfix. Wir stecken ein wenig in der Klemme, denn wir wollen gerade einen Basham herstellen. Ein Utensil, mit dem wir Zaubersprüche selbst produzieren können. Doch wie das genau geht, wissen wir nicht. Wir haben ja eine Spur, dass hier einst ein magischer Tempel stand. Doch was wir genau machen sollen, wissen wir nicht. So, wir haben hier eine Tür, wo wir nicht interagieren können. Leute, ich fotografiere mir das jetzt hier mal ab auf dem Handy, so, damit ich hier nicht die ganze Zeit zu der hässlichen Tür hinlaufen muss. Oh, das ist ja krass unscharf. So, egal. Geht schon. Okay, jetzt haben wir das auf dem Handy. So, das ist das Problem. Wir haben diese Zahlen und wir haben auf der anderen Tür nochmal Zahlen. Wir wissen aber leider nicht genau, was wir jetzt tun sollen. Also, wir haben zwar unser... Wo ist es hier? Unser Buch, mit dem wir hier die Zahlen sehen können. Hier, untersuchen. Nicht das falsche Buch. Hier, das Buch... Nein, nicht das Buch der Bashams. So, das Geschichte des Xenotems, magisches Zeichen der Kunst. So... Warte, wir filtern jetzt erstmal raus, was das für Zahlen sind. Das wartet. Wartet. Ich muss gerade mal überlegen. Hatten wir... Also, wenn wir uns jetzt hier die Zahlen anschauen, dann haben wir doch... Also, wenn wir uns jetzt links das Ding hier anschauen, das, also das linke obere, dann haben wir doch links etwas Variables, aber das rechte hier, also das zweite, das ist doch auf der anderen Tür identisch, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Vielleicht müssen wir nur eins von diesen Dingern bewegen und das andere ist schon richtig. So, ich muss mir das jetzt echt aufschreiben, Leute. So, ein Omicron ist, das ist so ein Spiel, habe ich schon mal gesagt, der alten Schule. Da muss man halt mal ein paar Notizen machen. So, hier, was ist denn das für ein Zettel? Keine Ahnung, ist mir egal. So, schreiben wir jetzt was drauf. Okay, wir haben eine 4. Hier eine merkwürdige 4. Die haben wir hier. Dann haben wir so ein merkwürdiges Zeichen. Ich zeichne das jetzt auf, weil mit dem Handy da erkennt man gar nichts. Okay, macht auch irgendwie Sinn. So, das haben wir. Okay, jetzt schaue ich einfach mal. Also einmal, was sind das für Zahlen? Das heißt, wir haben als Zahlen... Falsches Buch! Ah. So, magische Zeichen der Kunst. So, untersuchen. Das obere... Diese, also das linke, diese krüppelige 4 ist eine 8. 8. Und das andere ist ein umgedrehtes E, eine 2. Und das obere, ich weiß es gar nicht. Hä, da war ja nur... Hä? Das eine Zeichen gibt es, aber das andere Zeichen gibt es ja gar nicht. Oder bilde ich mir das gerade ein? So, das obere Zeichen, das ist... Sieht aus wie ein umgedrehter Stuhl. Umgedrehter Stuhl? Den habe ich jetzt hier nicht gesehen, Leute. So, wir haben keinen umgedrehten Stuhl. Obwohl doch die 6 könnte das sein. So. Nee, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, da könnte nur ein Zweier hin. Also insgesamt haben wir auf dem Ding 10. So. Soweit bin ich jetzt schon mal. Das untere. Da haben wir ein... Was ist denn das? Ein Schnörkelding? Also das ist Nummer 1. Ey Leute, es muss euch so unprofessionell vorkommen, aber das ist auch ein hartes Rätsel. Also wir haben wirklich keinen einzigen Hinweis. Wir wissen zwar, wie wir unser Basham herstellen können und wie wir es reinigen können und so weiter. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung, was wir genau tun sollen, um das Basham zu erreichen. Wir wissen, dass es in diesem Tempel ist und wir wissen, dass wir hier eine Tür öffnen können. Aber sonst wissen wir nicht mehr. Ich mache jetzt einen ganzen Test und laufe hier nochmal rüber. Und es könnte ja auch einfach nur sein, dass wir hier die Zahlen übertragen müssen auf die Tür. Auf die andere. Aber ansonsten haben wir hier wirklich keinen Hinweis. Und das finde ich echt ein bisschen nervig, Leute. Ich glaube, wartet mal. Wenn das jetzt nicht weitergeht, dann setze ich mal ein paar Ringe ein als Bonus, weil man kann sich ja irgendwie Tipps geben lassen. So. Aha. Okay, das sind nicht die gleichen. Vielleicht müssen wir... Das ist jetzt eine Theorie, einfach auf die gleiche Zahl kommen. Also ihr versteht, was ich meine. Wenn wir hier jetzt... Hier haben wir jetzt eine Zahl raus. Und zwar... also ich weiß jetzt nicht, ob es 10 oder 16 sind, weil ich weiß nicht, ob das zwei Zeichen war. Ich glaube, es waren aber zwei Zeichen. Das heißt, wir haben hier 16. Das heißt, wir haben hier dieses Schnörkelding und den Smiley. Der Schnörkelding... Schnörkelding ist eine 9 und der Smiley 5. Das heißt, wir haben eine 14.
Das heißt, wir brauchen eine 16, das heißt, wir brauchen noch 2. Das heißt, da muss ein E- da vorne sein. Hey, wir haben da sogar ein E-, was für ein Zufall. Ach Leute, das wird ja Sinn machen. Okay, das andere habe ich mir auch noch notiert. Das war der krüppelige Stuhl. Hey, wenn das echt der Sinn sein soll, dass wir immer halt so das zusammen addieren müssen, so. Das könnte sein. So, da haben wir als erstes haben wir nicht, haben wir, was ist das hier? Diese so ein merkwürdiges Schnörkelviech-Ding. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich zeigen, was das sein soll. Ich habe das so hässlich gezeichnet. Okay, das erkenne ich schon mal nicht. Dann, aber hier zumindest haben wir die merkwürdige 4, das ist eine 8. Und unten haben wir so diesen umgedrehten wie Stuhl wieder. Das sollte eine 6 sein. Das heißt, wir haben 14. Und dann haben wir noch so was Kreuzartiges, was so ein Schwänzchen noch dran hat. Puh, ich gehe jetzt nochmal zurück, aber ich denke halt, Leute, also ich denke, ihr versteht meine Theorie. Wir haben auf beiden Seiten, die stehen ja alle für Zahlen, diese merkwürdigen Buchstaben. Diese Zahlen, wenn man sie addiert, ich hoffe, man muss sie addieren und nicht irgendwie subtrahieren oder multiplizieren und was auch immer. Oder nehmen wir mal den Logarithmus davon. Ja, ey, das wäre mal ein geiles Rätsel. Addier es nicht, nein, nimm den Logarithmus davon. So, also ihr versteht schon, oben links haben wir das als Ergebnis 16 und auf der anderen Tür haben wir jetzt auch als Ergebnis 16. So, ich notiere mir jetzt erstmal kurz alle Sachen. So, dieses Schnörkelding, dann was haben wir hier? Wir haben hier 4, 4. Wir haben diese Haken und dieses Brett haben wir bei Nummer 3. Und bei Nummer 4 haben wir. Das erkenne ich ja gar nicht. Also das rechte ist das gleiche wie hier bei der Nummer 2. Also ich gehe oben, links ist bei mir Nummer 1, unten links ist Nummer 2. So, dann haben wir so den Haken, den kenne ich auch. Aber was ist das obere? Das sieht aus wie ein Vogel. So. Es wäre so praktisch einfach, wenn man das uns irgendwo im Spiel abnotieren würde und ich das nicht hier mit meinen Kunstwerken machen müsste. So, was ist dieses Schnörkelding? Es kann, also es ist ja irgendwo so ein, was Kreisartiges. Ich würde sagen, ich weiß es leider echt nicht. So, also egal, machen wir mal Nummer 3. Nummer 3 waren die zwei Haken. Das ist eine 303. 3, 3. Und dann dieses der Sechser. Das heißt, wir haben hier insgesamt 12. Okay. 12. So, schauen wir mal. Ist gleich ein schönes. Dann bei dem letzten haben wir. Ich würde sagen. Das ist eine 4. Also das eine ist eine 4 gewesen. Das ist klar. Ich würde sagen, das andere war die 1, Leute. Die anderen beiden, also dieses merkwürdige Schlingelding war eine 1. Das heißt, beim zweiten haben wir eine 15. Und beim dritten haben wir einmal eine 1, eine 4 und das letzte weiß ich leider echt nicht. Ich glaube, es war eine 6, aber das ist jetzt wirklich geraten. Also, ich würde sagen, da müssen wir durchtesten, Leute. So, wir gehen jetzt mal zur anderen Tür zurück und versuchen das. Und auf dem Weg würde ich sagen, schauen jetzt einfach mal, lassen wir uns einen Tipp geben. Wir können ja Ringe einsetzen, um so Tipps zu erhalten. So. Ratschläge. Vielleicht sind die Schnörkel an der Tür der Schlüssel zur Kleinen. Ach nee, du. Du bist ja so ein Genie. Zum Zaubern benötigt man zwei Dinge. Das Spiel ärgert mich schon. Das Spiel ärgert mich schon. Nee, drei Ringe, Leute. Das Problem ist, unsere Ringe brauchen wir zum Speichern. Das heißt, wir können theoretisch nur noch neunmal im Spiel speichern. Und wenn wir hier noch drei verkaufen, können wir nur sechsmal speichern. Oh, so, okay, dann. Da haben wir eine 15. Das heißt, wir haben hier das J. Das J. Das J, das Schnörkel. Nee, warte, das J, das Schnörkelding? Also das, wobei das ist ein Sechser. Was ist das J gleich nochmal? So. Also das eine ist ganz klar der Sechser und das J. Ist auch ein Sechser? Nee, es war ein Dreier, der ist J, okay. Ah nee, 3 und 6 stimmt schon. 9. Und wir brauchen eine 15, das heißt, wir brauchen eine 6, das heißt, wir brauchen nochmal diesen Haken da. So, Haken. Haken. So.
Auf der anderen Seite haben wir bei Nummer 3, da hatten wir eine 12. Das heißt, wir haben hier krüppeliges Zeichen und das J wieder. Das J war ein 3 und das krüppelige Zeichen war ein. Was ist denn das? Ich würde sagen 1er. Das heißt, wir haben eine 4 und wir brauchen eine 12. Das heißt, wir brauchen hier eine 8. So, das ist dieser umgedrehte Vierer. So. Da, der da. Und beim letzten, da habe ich keine Ahnung, Leute. Aber ich glaube, meine Theorie stimmt eh nicht, weil sonst würde es ja theoretisch irgendwann mal anhalten. Ich glaube, hier haben sich übrigens unsere Sachen wieder geändert, oder? Sehe ich das richtig? Verdammt. Wenn die immer geändert, wartet. Ich ändere jetzt mal. Ja, ach, die werden ja jedes Mal geändert. Ach, super, jetzt kann ich es nochmal herauffinden. Also, da hatten wir den umgedrehten Vierer, da hatten wir. Ich weiß es nicht mehr. Das ist doch blöd, wenn es immer geändert wird, Mann. Ah, Leute, 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 ist das grausig. Was können wir tun? So. Wir könnten einen Cut machen. Nee. Ich könnte eine Komplettlösung sagen schon. Das wäre um einiges leichter, aber nie. Wir sind so kurz davor. Es wird komplett alles vergessen. Ah! Also, Nummer 3 ist ein Vierer. Das merken wir uns. So. Die anderen beiden weiß ich aber leider nicht mehr. So. Wir hatten da eine 15. Das heißt, wir hatten das J. Wir hatten eine 9. Das heißt, wir haben hier eine 6 gebraucht. So. Die 6 war. So. Die 6 war magischer Kunst. Zeichen der Kunst. So. Die 6 war das J. Nicht das J. Das war das andere J. Die sind bei, die 3 und die 6 sehen halt wie ein J aus. Und die 1, da haben wir 10 insgesamt. Da hatten wir den Kreis und den Smiley. Kreis und Smiley. Kreis und Smiley, Kreis und Smiley, Kreis und Smiley. 5 und 9 sind. 5 und 9 sind 14 und dann haben wir hier noch ein Zweier gebraucht. Warum gehe ich da raus? Und ein 2 und das ist das umgedrehte E. Okay, dann glaube ich, im Endeffekt hatten wir das doch schon richtig. So, das heißt, hier haben wir ein umgedrehtes I hier. Da haben wir den Haken. Ah, da war er. So, und da haben wir den Vierer. Ey Leute, stellt euch mal vor, meine Theorie stimmt. Ich glaube, das wäre der schönste Moment meines ganzen Lebens. Ich glaube aber nicht. So, und. Eins von denen muss stimmen, ansonsten stimmt mein Zeug nicht, was ich mir hier zusammengereimt habe. Scheiße, stimmt nichts. Das ist doch scheiße, Leute. Ich glaube, irgendwie bin ich schon richtig, aber vielleicht auch nicht. Es ist auch so blöd, wenn man diese Zeichen nicht vernünftig an der anderen Tür erkennen kann. Das ist auch sehr nervig. Leute, Leute, Leute. Was können wir jetzt tun? So, ich würde sagen, wir reden einfach nochmal mit Leuten. Zu Jenna können wir nicht gehen, weil die ihr Apartment immer abschließt. Oder wir lassen uns halt jetzt doch einen Tipp geben. Können wir auch machen, aber das ist mir ehrlich gesagt nicht wert. Oder wir machen jetzt einfach doch einen Cut, so wie ich es eigentlich machen wollte. Ich würde sagen, das ist eine gute Idee, Leute. Bin frustriert. Aber, also ich glaube, irgendwie stimmt meine Theorie schon. Also, ich glaube, wir stehen ganz kurz davor. Ich gehe einfach nochmal ein bisschen meine Notizen durch und vielleicht kriegen wir dann das noch raus, Leute, im nächsten Part. Ich hoffe es zumindest und dann sollten wir auch mal weiterkommen. Wir hängen jetzt 3 Parts an diesem blöden Böschchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.